Korridor. Ja, aber geht's nicht. Ja. Es geht weiter in Anführungsstrichen. Sehr schön. So, haben wir das auch erledigt. Das mit den Druiden kann ich leider nicht machen, weil, ja, ich habe die Sachen nicht dabei. Ist übrigens toll, dass der Seemannpilz hinter dem Ausgang spawnt. Das heißt, da kommt man de facto gar nicht hin. Friedhofseingang, da waren wir schon. Flüchtlingshöhle. Hier lang. So, dann gehen wir mal zu den Flüchtlingen noch. Da müsste dann der andere noch sein. Da waren jetzt aber erstaunlich wenig Flüchtlinge, muss ich sagen. Es waren zwar die Druiden da und der Vetter, aber ansonsten, es waren keine... Oder? Es waren jetzt keine Zwergen oder Elfen oder irgendwas da. Ach, hier. Einmal außen rumgelaufen. Finde ich gut. So. Fetter Buße. Ah ja, bloß ein... Flüchtlingshöhle. Mit einem einzigen Flüchtling. Läuft ultra. Hexer Geralt? Ja? Stimmt es, dass ihr Zugang zu Foltests Hof habt? Der König hat mich angeheuert. Das kümmert mich nicht. Ich wüsste nur gern, ob ihr dort meine reizende Base Antoinette getroffen habt. Ja. Habe ich. Hier ist euer Gold. Vielen Dank. So, erhalten Quittung. Bestellt Antoinette meine Grüße. Klar, gleich morgen. Seewarnpilze, Seewarnpilze, ja. Ach komm, ich lasse die Pilze jetzt in Ruhe. Sonst bin ich noch 10.000 Jahre hier in diesen Höhlen beschäftigt. So. Okay. Ah. Geht's da weiter? Nee. Okay. Ich dachte, da geht's jetzt weiter. Das sah nämlich so mega komisch aus. Vor allem, weil du läufst und läufst und läufst und läufst und bist plötzlich oben im, im schwarzen Gebiet hier drin. Aber da geht's nicht weiter. Gut. Haben wir das auch geklärt. So. Dann haben wir das. Zack. Ah, Straße zum alten Herrenhaus, Flüchtlingslager. Wo geht's denn zum Herrenhaus hin? Da lang. So, irgendwie. Boah, das ist echt fies, weil du kaum siehst, wo du langläufst. Und hier in dem Spiel ist es echt so, wenn da irgendwo ein Hindernis ist, dann geht's schon mal nicht weiter. Von Haus aus. Weil er nirgendwo drüber klettern kann. So. Balisa. So. Straße zum alten Herrenhaus. Ich bin sehr gespannt, was jetzt auf mich wartet. Graf de Wett. Ich habe das Gefühl, dass hier Dingens ist, dass hier die Anna ist. Nicht Anna, Edda. Ada. Niemand darf hier durch. Befehl des Großmeisters. Wie wäre es mit einer Ausnahme? Seid ihr verrückt, Hexer? Vielleicht. Wie ich sehe, seid ihr befördert worden. Was meint ihr damit? Der Großmeister hat euch mit der ehrenvollen Aufgabe betraut, diesen Bereich des Sumpfs zu bewachen. Was habt ihr gesagt? Ihr könnt mich nicht provozieren, Hexer. Ohne triftigen Grund kommt ihr hier nicht durch. Mhm, okay. Niemand darf hier durch. Befehl des Großmeisters. Wie wäre es mit... Seid ihr... Vielleicht... Was meint... Der... Was... Okay, also gut. Straße, Herrenhaus. Da komme ich noch nicht weiter. Ich vermute, dass da die Adder ist. Entweder das.
oder Flüchtlingslager. Ach, hier ist noch eine Flüchtlingshöhle. Ruinenhöhle. Okay, wir müssen da hinten. Komme ich da unten durch? Komme ich hier durch zufällig? Geht das? Ach, Hundepetersilie. Na toll. So. Wo ist die jetzt? Die war doch gerade noch da. Alter, komm her. So. Okay, sammeln wir die mal. Kann ja nicht schaden. Dann können wir vielleicht in die Druidenhöhle zurück und denen ein bisschen was geben. Hallo? So. Na komm. Zack. Und zack. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Wir müssen nach oben einfach und da ist dann die Höhle. Irgendwo hier jetzt. Da. So, wo ich nicht reinkomme, weil die ganzen Viecher hier stehen. Blöden Mistviecher. Hopp, sterbt jetzt einfach. So, da ist einfach von der Einäscherung vernichtet worden. Finde ich sehr gut. So, komme ich jetzt rein? Ja! Geil. So, da müsste jetzt der letzte Vetter sein. Vetter Ramerod. Geil. Sie haben mein Haus abgebrannt und mein Hab und Gut zerstört. Was soll ich nur tun? Tja, sehr gute Frage. Es ist was faul im Staate Temerien. Höchste Zeit auszuwandern. Tja. Endlich! Antoinette hat sich wahrlich Zeit gelassen. Wo ist mein Gold? Und wer mögt ihr wohl sein? Antoinettes Vetter! Ihr müsst ihr Bote sein. Begrüßt ihr alle Fremden so? Oh, genug der Spielchen! Kein normaler Mensch wagt sich heutzutage in den Sumpf. Wo ist mein Gold? So, ich weiß nicht, was ihr da redet. Ich kenne keinen Antoinette. Das würde ich echt gerne machen, bei so einem arroganten Schnösel einfach. Hier. Danke. Endlich kann ich nach Hause zurück. Tja. So. Ihr habt mir geholfen. Ja, das habe ich. Einfach nur, weil ich die Karte gern vollständig hätte. So, jetzt ist die Karte vollständig. So, haben wir das auch gemacht. Geil, dann könnten wir jetzt noch in die Druidenhöhle zurückgehen. Ich glaube, da müssen wir... Achso. Was ist das hier? Höhlenausgang. Achso, warte mal. Ah, guck mal, da oben geht's noch weiter. Wo geht's denn da lang? Wer ist denn das? Ist das ein Druide? Ja, offensichtlich. Geralt von Riva. Hexer und seit einiger Zeit berühmter Faustkämpfer. Man sagt, ihr habt keinen Namen. Nennt mich einfach Zdenek. Ihr seht nicht wie ein berühmter Boxer aus. Sagt ihr? Wollt ihr mich herausfordern? Gut geraten. Seid ihr bereit für den Kampf? Immer. Na dann mal los! So, pam! In your face, alter Mann. Herzlichen Glückwunsch. Nur wenige haben mich je besiegt. Wenige? Es hieß, ihr wäret unbesiegt.
Nur weil ich mir jedes Mal das Recht auf eine Revanche vorbehalte. Niemand hat mich zweimal besiegt. Wir kämpfen ein andermal. Ich bin müde. So, ich muss dem Champion die Möglichkeit einer Revanche bieten. Ein Kampf pro Tag. Ich bin alt. Okay. Feuerstelle. So. Sehr schön. Nachdem wir jetzt das wissen, machen wir uns Folgendes. 22 Stunden. So. Wir regenerieren uns kurz. Pass auf, es ist also 80 Jahre jünger auf einmal. Jetzt bin ich sehr gespannt. Oder der pumpt sich jetzt mit Drogen noch gar voll. Seid ihr bereit für den Kampf? Jawohl. Immer. Na dann mal los. So. Aua. Ich kann ihn gar nicht angreifen. Hä? Ich kann nicht angreifen, es geht nicht. Hallo? Ich kann nichts machen. Ach, der hat sich festgebackt. Das ist toll. Weg. Pam, jetzt aber. So. Puh. Ausgenockt. Der Geralt schlägt einfach alte Männer. Mein Zahn. Wo ist mein Zahn? Oh, hier. In meiner Hand, fürchte ich. Ach, behaltet ihn. Ihr habt mich zum zweiten Mal besiegt. Eine Premiere. Das überrascht mich nicht. Ihr seid ziemlich schnell. So. So. Jetzt bin ich der beste Faustkämpfer der Welt. Ein Kampf pro Tag. Ich bin alt. Jetzt haben wir auch den besonderen Zahn. Das heißt, wir können jetzt auch das mit dem Zahnarzt abschließen. Weil wir den Zahn von dem haben. Oh, das ist fies. Du kannst dann den Hauptquest gar nicht abschließen. Oh, das ist fies. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie war das? Zweimal Feuer. Das klappt nicht. Ich muss eine andere Kombination ausprobieren. Kann man das da irgendwie rauslesen, die Kombination? Ich gucke gerade, wir haben... Also wir haben hier, ne? Haben wir ein Rechteck. Das könnte das hier sein. Ich probiere mal was. So. Du. Du. Oder auch nicht. Was könnte man denn noch machen? Ich muss mal kurz warten, bis das hier... Ich muss es leider mal warten, bis es auflädt. Weil sonst funktioniert das nicht. Sonst dauert es zu lange. Ach, Mann. Wie komme ich denn jetzt... So, was könnte man denn machen? Das klappt nicht. Ach komm.
Kommt man hier irgendwie runter, oder? So. Ich weiß nicht halt, ob man das daran sieht. Ich habe keine Ahnung. Aua. Keine Ahnung. Können das bloß die beiden sein oder auch andere? Die anderen, die machen ja keinen wirklichen Effekt, oder? Keine Ahnung, probieren wir mal was. Ich habe keinen Schimmer. Oh. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich jetzt... Toll. Weiß jemand, welche Kombination ich jetzt gemacht habe? Hilfe! Welche Kombination war das denn jetzt? Ich habe mir das nicht gemerkt. Ich habe einfach irgendwas gemacht jetzt. Ah! Toll! Was mache ich hier unten jetzt eigentlich? Katze. So. So, speichern wir mal. Schön. Alte Gruft. Ich habe keine Ahnung, was ich... Zementauerung. Muss ich hier eigentlich hin überhaupt? So, Halle. Toll. Ich habe jetzt irgendwas gemacht einfach, was super ist in diesem Spiel, wenn du einfach irgendwas machst. Toll. Ich glaube, ich muss dann eine Aufnahmepause machen und muss gucken, welches Symbol ich gemacht habe, welche Kombination. Ich habe jetzt einfach irgendwas gedrückt. Schön. Ich ist unfassbar. Vor allem, gibt es jetzt hier denn irgendwas? Muss ich hier sowieso hin? Was ist das denn? Weinstein. Mhm. Ja. Juck. Mir juckt gerade das Gesicht. So. Da blinkt irgendwas da hinten. Stein des Wanderers. Okay. Da ist ein Zementauren. Da geht's nicht weiter. Dann gehen wir erstmal hier lang. Ah ja. Mit ganz viel Blut hier, was rumliegt, finde ich auch sehr schön. Ich finde, man braucht mehr Blut in Höhlen. Das macht das Ganze nämlich viel, viel angenehmer. Vor allem auch viel realistischer, finde ich. So. Toll, jetzt kriege ich Hunger im Übrigen. Hervorragend. Was ist das hier? Wie geht das irgendwie denn? Es sieht aus wie ein Labor. Ein etwas heruntergekommenes Labor, möchte ich betonen. Da hinten ging es nicht weiter, also bleibt nur noch der Weg. Hoch. Hallo? Muss ich überhaupt hin? Agnes von Glanivos Holztruhe, was? So. Was? Na gut, dann komm her. Dann stirbst du auch. Und bam. So, da ist noch eine Holztruhe da hinten. Mal gucken, was da dann drin ist. Aha. Das sieht aus, als wäre das hier ein komplettes Labor irgendwie. Das sieht aus wie... Keine Ahnung. Interessant. Sehr, sehr interessant. Ich finde es interessant, dass hier überhaupt niemand ist auch. Was haben wir hier? Magische Formel, Questgegenstand, ein altes Pergament, voll mit magischen Symbolen. Aha. Optima Mater, alchemistische Zutat.
5 Essenz, Rune des Mondes. Okay, passt mal auf. Dann. Weaven Eye weg. Schweinefleisch weg. Dafür nehmen wir das hier dann mit. Was ist das? 5. Essenz. Achso. Weaven Eye nehmen wir dann wieder mit. Dann schauen wir eben hier. Die Zunge weg. Dafür nehmen wir das mit. Okay. Ich frage mich, wieso hier keiner ist. Zunge eines ertrunkenen Toten, die brauchen wir nicht. Es ist sehr leer hier auf jeden Fall. Was ist das jetzt? Ich habe irgendwas habe ich hier jetzt. Was ist das denn? Zahn eines berühmten Faustkämpfers. Schön. Ich brauche übrigens viel mehr Questgegenstände noch. Empfehlungsschreiben. Aha. Magische Formel. Dieser Text scheint ein Ritual oder einen Zauber zu beschreiben. Man kann die Worte verstehen, aber als Ganzes ergibt es keinen Sinn. Quittung. So, Kurier, Kurier, Kurier. Okay. Berengas Brief. Was? Ah, okay, den haben wir noch gar nicht gelesen. Berengas Brief. Ich dachte immer, die Hexer hätten mir die Gabe genommen, mit Menschen zu kommunizieren. Jetzt weiß ich, dass das nicht stimmt. Aus welchen Gründen auch immer, ich kann nicht mit Menschen reden. Daher schreibe ich diesen Brief. Hiermit gebe ich zu, ich bin ein Feigling. Ich fürchte Schmerz, Schwäche und Tod. Ich hatte Angst in Kaer Morhen, Angst, wenn ich gegen Ungeheuer kämpfte, und ich hatte Angst vor dem Professor und Azar Javed, besonders vor dem Letzteren. Er überwacht die wissenschaftlichen Projekte der Salamandra und erschafft mit schwarzer Magie und Mutagenen tödliche Kreaturen. Er ist ein mächtiger Zauberer, aber wenn mein Plan aufgeht, ist er bald ein toter mächtiger Zauberer und die Geheimnisse der Hexe sind wieder sicher. Trotz allem freut es mich, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich mache mich jetzt auf nach Vysima. Berengar. Okay, das haben wir gar nicht gelesen gehabt. Bericht des Professors. Okay, das haben wir auch schon gelesen gehabt. Schön. So, dann würde ich sagen, können wir hier wieder raus. Dann haben wir auch dem Berengar seinen Brief gelesen. Hier ging es raus, oder? Ja. So. Ach ja. Wie komme ich jetzt wieder hier raus? Oh, das wird jetzt super. Was habe ich gemacht? Was habe ich denn gemacht? Oh, ich weiß es nicht mehr. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Das gibt's doch nicht. Ah! Toll, ich bin hier runtergekommen und ich weiß nicht mehr wie. Wie komme ich denn da hin? Scheibe, Scheibe, Scheibe. Was habe ich denn gemacht? Das Doofe ist, ich muss jetzt immer warten. Ich bin überlegend, verdammt. Wie war die Kombi?
Okay. Ach Gott. Ich muss jetzt gerade echt überlegen, was ich gemacht habe. Das ist unfassbar. So. Aber schön, haben wir das auch gemacht. Seid ihr bereit für den Kampf? So. Nein. Dann kommt wieder. Ich hab den eh schon gemacht. Was mache ich jetzt eigentlich? Ach ja, ich wollte zur Druidenhöhle, genau. So. Bin ich jetzt bescheuert? Toll, daneben gelaufen. Schön. Ja. Finde ich gut. Au. So. Okay. Ciao. So, haben wir das. So, Druidenhöhle. Ach, die ist ganz da hinten jetzt wieder. Toll. Halt, da lang. So ist schneller. So. So, Bruxa. Lilly. Wer zum Teufel ist Lilly? Muss ich Lilly kennen? Muss mir der Name was sagen? Ich weiß es nicht. Warum frage ich so blöd? Da oben stand nämlich gerade ein Gegner bei den ganzen Bruxen, die der Lilly hieß. So. Ja, es sind ganz viele Erscheinungen da oben. Das ist ja sensationell gut. Mann, jetzt ist es doch gut. Ihr sollt nicht drüber springen, ihr sollt. Alter, gib mir das auf den Sack. Ich leg das jetzt gleich ab, ohne Mist, weil das ist echt lästig. Hallo? Ich will doch einfach bloß jetzt in diese bescheidene Höhle rein. Okay, du noch weg. Dich töten wir auch noch. Hier, komm. Oh Mann, ey. Vor allem, der rennt halt auch immer weg. Das ist doch, Alter, ich hab jetzt die Schnauze voll. Echt. Also, jetzt reicht's. Jetzt habe ich hinaus. Jetzt habe ich echt die Schnauze voll. Toll. So. Das Ding hat echt null Vorteil. So. Gut. Haben wir es mal abgelegt. Höhleneingang. So, Druidenhöhle. Warum? In Vizima tobt der Aufstand. Die Leute bringen sich gegenseitig um. Das interessiert mich nicht. Die Druiden nehmen Unschuldige auf. Ich helfe ihnen und biete Schutz. Mhm. Lebt wohl. Okay, so. Jetzt müssen wir bloß den Druiden wiederfinden. Ich hoffe, das lohnt sich jetzt, was ich hier gemacht habe, dass ich wieder zurück bin. Gute Nacht. Ja, du auch gute Nacht. Gute Nacht. Ach komm. Gute Nacht. Gute Nacht. So. Da kriegst du echt ein zu viel. So. Und?
So, Ich habe Hund. Ja. So. Da ihr gebracht habt, was wir brauchen, erhaltet ihr im Gegenzug Tränke. Schön. Bernstein steht für das Meer, stets in Bewegung und unaufhaltsam. Wenn ihr wie das Meer sein wollt, nehmt diesen Trank namens Weide. Wenn ich noch etwas finde, das ihr brauchen könnt, komme ich zurück. Wunderbar. Und jetzt muss ich mich um die Einzelheiten unseres Protestes kümmern. Bis zum nächsten Mal. Okay, dann mach das mal. So, Trank Weide fallen gelassen. Schön. So. Schleifen wir eben mal das ganz kurz, dann haben wir den nämlich auch mal weg und dann können wir das hier mitnehmen. So. Dann schlafen wir bis Mitternacht. Weil dann können wir nämlich die Gespenster, glaube ich, ganz gut platt machen. Da oben war nämlich dieses eine Gespenst noch, die Lilly da. Oder Vampir oder keine Ahnung, weiß der Teufel was. Dann können wir die nämlich noch platt machen. So, aber ich glaube... Ach komm, das machen wir noch. Weil ich wollte eigentlich langsam mal eine Aufnahmepause machen, aber... Dann machen wir das noch fertig. So. Die waren hier oben irgendwo Lagerfeuer. Da, Lilly, Bruxe. Okay, die sind da oben nämlich alle. So. Ohne das Zeug ist echt einfacher, weil du einfach hier durchrennen kannst. So, Darklin. Na komm her. Ich mache alle Platz. Aha. Nachts kommen die ganzen Viecher hier raus. Finde ich sehr schön. Wespe. Aha. Bin ich denn eigentlich tot? Ja. Auch bloß 8000 Jahre. Hallo? Kann ich die... Ach so, weil die... blöden Erscheinungen da sind. Warum kann ich die nicht looten? So, ich hätte aber das Loot von denen gerne. So. Sehr schön, das wollte ich nämlich. Die Erscheinung damit gleich mit platt machen. So. Okay. So, Überreste looten wir mal. Haben die hier irgendwas Spezielles? Nee, ne? Doch, hier. Darkin-Speichel. Mhm. Fünfte Essenz. Was brauchen wir denn nicht? Stein von Is. Mhm. Krähenauge. Mhm. Blüten der weißen Myrte. Ach komm, weg damit. Dafür nehmen wir das hier mit. Ich glaube, Blüten der weißen Myrte habe ich auch zur Genüge. Quest Blutspringe. Ich muss den Beweis bringen, dass ich... Ah, okay, das war der eine Gegner schon. Der war da hinten irgendwo der Höhleneingang. Dann haben wir das eine Vieh schon mal platt. Ist das hier? Nein. Ah, hier sieht alles gleich aus. Ich dreh durch. So, komm her. Ist doch gar keiner mehr da. Mann, Mann, Mann. So. Hi.
Seid gegrüßt. Grüß Gott. Kann ich behilflich sein? Es heißt tödliche... Wisst ihr... Die Leute sprechen von einer Art Fledermaus und einer Vamp... So. Der Garkein ist tot. Hier ist der Beweis. Trefflich. Der ermordet keine Menschen mehr. 1000 Orens Belohnung. Geil. Lebt wohl. So. Blutschwinge. Sehr schön. Haben wir das? Dann können wir jetzt noch die Vampiren töten und dann haben wir das auch. Dann haben wir auch die Nebenquests gemacht. Alter, das ist... Weißt du, du siehst nicht, wo du langläufst und hast so einen beknackten Baum hier einfach und du kannst nicht drüber laufen. Das ist nervig. So, speichern. Und dann machen wir uns mal ans Vampire schlachten. Ah, hier geht's hoch. Lilly. Ah, ist einfach eine Vampirin. Okay, kommt mal her. Gruppenkampfstil, Gruppenkuscheln. Kommt her, meine Süßen. So. Ciao. Das war einfach. So, Bruxerkopf. Eine Trophäe, die man für viel Geld verkaufen kann. Die Vampiren aus den Sümpfen. Schön. So. Hervorragend. Haben wir das auch erledigt. Ach ja. So, dann schnell das noch erledigen. Und dann würde ich sagen, mache ich mal eben eine Aufnahmepause. Und, ja. Dann machen wir in der nächsten Runde, machen wir dann weiter und schauen mal, dass wir die Striege noch platt kriegen. Ich dreh durch in diesem Sumpf. Das macht mich sowas von kirre. So, was greift mich an? Ja klar. Komm her. So. Ach Gott, der lebt noch. So. Ciao. Komm. Rein da. Sehr schön, sehr schön. So, hi. Die Vampirin ist auch tot. So, komm her. Kann ich Es heißt, wisst ihr, die Leute... So. Die Vampirin ist tot. Hier ist der Beweis. Die sind tödlich. Ihr hattet Glück. 1000 Orens Belohnung. Ich bin ein Hexer. Lebt wohl. Das ist, das mache ich so nebenbei. So, sehr geil. Haben wir das auch gemacht? Was haben wir jetzt eigentlich noch für Nebenquests offen? Berengars Geheimnis. Keine Ahnung. Den Zahnarzt müssen wir noch aufsuchen, weil wir haben jetzt einen ganzen Haufen Zähne, die wir ihm noch geben können. Gnomisches Gerät müssen wir im Schmied bringen. Persönlichkeit. Ja, okay. Und hier müssen wir den Söldnerhauptmann aufsuchen. Okay. So, Geheimnisse der Hexe. Sehr schön. Majestät, die Striege müssen wir machen. Rüstung und süße Rache. So. Ja, dann haben wir eigentlich relativ viel gemacht. Sind wir in Kapitel 5 eigentlich schon? Ja. Okay, das heißt, so viel haben wir gar nicht mehr. Das sind alle Quests, die wir noch haben insgesamt. Also es ist nicht mehr so viel. Sagen wir es mal so. Okay. Naja, dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich jetzt einfach mal den Cut und sage lieben Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Und ich würde sagen, in der nächsten Aufnahmesession, denke ich mal, werden wir Witcher durchspielen. Dann werden wir das auch abgeschlossen haben. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie das alles weitergeht. Ich bin sehr gespannt, wer für den Fluch von der Adder verantwortlich ist. Ja, ich lasse mich echt mal überraschen und vor allem, ich hoffe sehr, dass ich im Kampf mit der Striege dann, dass ich mich so anstelle, dass wir das hinkriegen, dass wir da dem Volltest Genüge tun. Ich würde den Fluch gerne brechen, ich weiß aber ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das geht, ob das geht, ich habe keinen Schimmer. Ich lasse mich da mal sehr überraschen. So, jetzt aber erstmal, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.